Hallo, ich habe heute diesen Look hier für euch geschminkt. Dabei dreht sich alles um eine bestimmte Palette und zwar ist das diese hier von Zu Eva. Ihr habt in den letzten Videos öfter genau diesen Look sehen können und auch nachgefragt, was ich da gemacht habe. Ich musste das erstmal jetzt nachkreieren, weil ich gar nicht mehr wusste, was genau ich da in mein Gesicht geschmiert habe. Aber es war definitiv alles aus dieser Palette. Die heißt Naturally Yours und die ist wohl irgendwie seit Wochen ausverkauft. Scheint also ganz gut zu laufen. Sieht so aus, ist komplett neutral. Die haben so verschiedene Themen rausgebracht an Paletten und das ist jetzt die neutralste Palette von allen. Und ich mag sie wirklich sehr gerne, weil kein Glitzer dabei ist. Einige braune bzw. an sich matte Farben, hier dieses Mittelbraun. Ihr wisst, ich liebe matte Mittelbrauntöne und das ist wirklich ein wunderschöner Ton. Auch hier so dieses Burgund und so Grauschwarz und auch so diese changierenden, ein bisschen kühleren Töne mag ich sehr gerne und habe ich ausschließlich benutzt, um heute Lidschatten aufzutragen. Und ich würde sagen, es geht los. Angefangen habe ich mit einer Foundation, die ich lange nicht tragen konnte und darüber war ich sehr traurig. Und zwar ist das diese hier von L'Oréal, die Lumi Magique Foundation in der Farbe W3, glaube ich. DW3 Gold Linen. Beige Doré. Und das Problem ist, dass es diese Farbe in Deutschland nicht gibt. Und meine Freundin Julia hat mir die freundlicherweise aus Dänemark mitgebracht. Sie hat genau diese Farbe und meinte, ich habe mindestens W3, wenn nicht sogar dunkler. Und sie ist angekommen und war viel, viel zu dunkel, diese Foundation. Falls ihr es sehen könnt, ist wirklich ein eher dunklerer Ton und ich war vorher wirklich sehr hell. Ich hätte auf jeden Fall W2 benötigt. Aber deshalb freue ich mich jetzt umso mehr. Jetzt bin ich ein bisschen gebräunt und die Farbe passt perfekt. Und es lässt sich sagen, dass das eine sehr, sehr leichte Foundation ist. Ich dachte, sie deckt mehr, aber es ist wirklich eine leichte Deckkraft. Sie ist jetzt nicht so changierend mit irgendwelchen Glitzerpartikeln, aber auch nicht komplett matt, sondern eher so neutral und verbindet sich wirklich sehr schön mit der Haut. Aufgetragen habe ich die Foundation mit dem Beauty Blender. Dann kommt wie immer Concealer ins Spiel und da benutze ich zurzeit sehr gerne den Manhattan High Cover Concealer in der Farbe Sand 22, die mir auch jetzt, wo ich ein bisschen dunkler bin, sehr, sehr gut passt. Und ich mag an diesem Concealer, dass er eine wirklich gute Deckkraft hat, schön cremig ist, sich nicht so in die Fältchen absetzt und echt lange hält. Und aufgetragen habe ich diesen mit dem Pointed Foundation Brush von Brill Techniques. Jetzt, wo es ein bisschen wärmer ist, muss ich auch aufpassen, dass es in der T-Zone nicht zu viel glänzt. Und deshalb benutze ich sehr gerne das By Terry Hyaluronic Hydra Powder, so ein loses Puder, was man einfach zum Fixieren der Foundation benutzt. Und da benutze ich immer den Luxe Highlight Pinsel von Zu Eva 105, um das Ganze so aufs Gesicht zu stippen. Und dann kommen wir auch schon zum Lidschatten. Ich habe, wie gesagt, die Naturally Yours Palette von Zu Eva benutzt. Und zwar habe ich angefangen mit dem Casual Elegance, das ist so ein changierender Goldton. Den habe ich auf das ganze Lid gepackt mit dem Shader 232. Und darüber habe ich gegeben den Smooth Harmony. Das ist so ein kühleres Pink mit so einem Silbereinschlag, um das Ganze eben nicht ganz so goldig zu machen. Und das gebe ich komplett auch über das ganze bewegliche Lid auf, über den Goldton. In die Lidfalte habe ich zumindest außen und auch in das äußere V den Soft and Sexy getan. Das ist so ein schönes, mattes Mittelbraun, was ich über alles liebe und was ich im Alltag auch sehr, sehr gerne alleine in der Lidfalte benutze. Dies habe ich mit dem Evelyn Blendepinsel getan. Und dann habe ich nur noch den Slow Dance aufgetragen. Es ist dieser matte Bordeaux-Ton, den ich super, super schön finde, der sehr stark pigmentiert ist. Und den habe ich mit dem Zu Eva Petit Crease 231 ins äußere V aufgegeben und dann auch nochmal mit einem Rebecca Flöter Angled Eyeliner Pinsel am unteren Wimpernkranz aufgetragen. Das macht so eine sehr präzise Linie und die habe ich auch so ein bisschen nach oben gezogen, dahin, wo dann auch der Eyeliner war und das Ganze dann so ein bisschen ausgeblendet mit dem Zu Eva Smudger 226, um das Ganze einfach ein bisschen weicher zu bekommen. Dann kommen die Standardprodukte und zwar ist das einmal der L'Oreal Superliner, der Eyeliner, den habe ich wie immer nur außen hingetragen und habe somit einfach mein Auge ein bisschen verlängert. Ich habe es diesmal ein bisschen weiter nach oben gezogen. Das macht das Ganze so ein bisschen katzenförmiger. Auch den Lidschatten habe ich eher nach oben aufgetragen, nicht so zur Seite hin. Und das hebt die Augen noch so ein bisschen an. Mascara habe ich den False Lash Architect 4D benutzt
von L'Oreal und das ist dieser sehr verlängendere Mascara. Ich muss sagen, ich glaube, der hält nicht mehr allzu lange. Er wird schon relativ trocken, aber ich habe ihn in letzter Zeit sehr, sehr gerne alleine aufgetragen, einfach weil ich dieses verlängernde Ergebnis im Moment sehr mag. Vor allem auch beim äußeren Wimpernkranz, weil es das Ganze eben auch so ein bisschen katzenförmiger erscheinen lässt. Und das war es auch schon zu den Augen. Dann habe ich im Gesicht benutzt den Hoola Bronzer von Benefit. Das ist ja so ein kühleres Braun und den habe ich aufgetragen mit dem Zoeva Luxe Face Definer 101 und entlang der Wangenknochen und auch der Schläfen und ein bisschen auf die Nase getan. Und als Rouge habe ich den Rocateur von Benefit benutzt. Der Bronzer und das Rouge verbinden sich eben sehr, sehr schön, da sie eben vom gleichen Hersteller sind. Und außerdem ist das so ein sehr dezenter Rosé-Goldton, weil ich eben etwas Dezentes wollte, dadurch, dass meine Augen relativ auffällig sind. Um die Augenbrauen zu fixieren, habe ich wie immer meinen beliebten By Terry Eyebrow Mascara genommen, aber diesmal in der Farbe 1 Highlight Blond, einfach um die Augenbrauen so ein bisschen aufzuhellen. Und der letzte Schliff macht natürlich der Lippenstift und da habe ich einen meiner allerliebsten MAC Lippenstifte rausgekramt und zwar ist das Kinda Sexy. Das ist ein matter Roséton, der bei jedem ein bisschen anders rauskommt. Bei mir hat er einen leicht pfirsichfarbenen Einschlag, was ich sehr gern mag. Und das war's zu dem Make-up. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!